قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. Sprich, ob ihr verbergt, was in euren Herzen ist, oder ob ihr es kundtut, Allah weiß es. Dieser Vers, was hat das mit dem Ikhlas zu tun? Die Verse müssen etwas mit dem Ikhlas zu tun haben, dann erwähnt sie in dem Kapitel des Ikhlas. Damit wird einfach ausgesagt, mit diesem Vers, der wird hier erwähnt, um zu sagen, täusche nichts vor, spiel nichts vor. Du kannst den Leuten etwas vorgaukeln und vorspielen, du kannst affektiert handeln, aber das nur, weil es für die Menschen sowas gibt wie ein Schleier zwischen der Realität oder dem offenen Bild eines Menschen, also das, was sie sehen können, und zwischen dem Inneren des Menschen. Aber für Allah Ta'ala gibt es diesen Schleier nicht. Und deswegen, wenn wir sagen, wenn wir von dem Raib sprechen, Allah Ta'ala kennt das Verborgene und das Nicht-Verborgene. Für Allah Ta'ala gibt es kein Verborgenes. Also damit ist gemeint in Bezug auf die Menschen. Also aus dem Aspekt des Menschen betrachtet, gibt es Verborgenes und Nicht-Verborgenes. Und das ist für ihn gleich. Für Allah Ta'ala ist alles offen. Es gibt für ihn nichts Verborgenes, was er sozusagen erkennt. Und mit diesem Vers wird sozusagen eine Warnung ausgesprochen, dass auch wenn du die Geschöpfe betrügen kannst, ihnen etwas vorgaukeln kannst, Allah Ta'ala kennt aber das, was ihr verbergt in euren Brüsten und das, was ihr offen gebt. Das ist also ein Ansporn zum Ikhlas. Dieser Vers ist ein Ansporn zum Ikhlas. Nein.